Lass uns einfach hier bleiben, ja? Lieber doch nicht. Wer schaut denn danach deinen vertrockneten Blumen? Typisch Fisch. Ein ewiger Träumer. Weißt du noch? Jeden Tag schien die Sonne. Und der Himmel war zu blau. Die Ostseesonne zeichnete unsere Schatten in den Sand. Das Wasser umspielte unsere Körper. Es war arschkalt und über langen Quallen rum. Aber wir störten uns nicht an ihn. Weißt du noch? Du sagtest: Ich will jetzt gerne auf dem Schimmel reiten. Aber den Deichkönig gibt es hier nicht. Dann flüstertest du in mein Ohr. Oder stellst du dich freiwillig zur Verfügung? Uns gehörte der Tag. Uns gehörten die 10 Tage. Bitte, Tim. Verschwinde! Das sieht hübsch aus. Das sind was. Ich freue mich ja so, dass du gekommen bist. Obwohl, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Die Presse in meinem Mädchen. Guck mal. Theresa, bist du aber dürr geworden. Also, das finde ich nicht schön. An so einer Frau sollte ja schon ein bisschen Kurve sein. Ingrid, ich muss noch... Theresa, Peters Freundin, die Letzte, das war auch so eine Dürre. Oh, kein Wunder, dass ich dich nicht kannte. Ach, Theresa, jetzt tut's mir aber wirklich leid, dass ich dir gar nicht zuhören kann. Wegen der großen Aufregung. Ich muss noch ein Foto von dir machen, für den Artikel. Ein Foto? Am besten stellst du dich da vorne vor das Wollregal. Ja. Sehe ich gut aus? Herrlich. Und jetzt hältst du noch ein bisschen die Hand vor die Kamera. Kann ich dir was helfen? Im Spüle bin ich Profi. Das geht ganz schnell. Mir hatte nämlich nie Spülmaschinen. Meine Eltern glauben nicht so an die Technik. Kannst du abtrocknen? Und? War sie sehr peinlich? Wer? Meine Mama. Sie hat mir die Socke hier geschenkt. Pass mal auf. Ja klar. Wenn du willst. Was gibt's sonst so Neues im Odewald? Und wie geht's der Runde? Ach, denen geht's gut. Ich sitze gerade raus im Hof. Na, warte, bis der Neumann eine Leckersche über den Zaun schmeißt. Nutella. Nutella? Mit was? Mit was? Im Löffel halt. Ja, aber wieso gar nicht mit Brot? Habt ihr keins mehr? Oh, Vater, das hab ich doch zu Hause auch oft so gegessen. Nand.
Ich bin Mike. Wohne über dir. Maren, hallo. Hab heute Morgen den Umzugswagen gesehen. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Danke. Sehr freundlich. Aber nee, eigentlich nicht. Schade. Wenn was ist, brauchst du nur zu klingeln. Ja, mach ich. Tja, dann herzlich willkommen. Was ist los? Das ist Mike, wohnt über uns. Und? Er hat uns freundlicherweise seine Hilfe angeboten. Ja, wenn es ist, einfach klingeln. Wir kommen alleine klar. Komm.